Es ist möglich, viele der Techniken aus den Büchern Leckküchners zu kombinieren und dadurch zu einer logischen Abfolge zu gelangen. Wir zeigen dies hier anhand einer Folge von Entwaffnungstechniken. Leckküchner selbst hat uns aber auch direkt einige Kombinationstechniken hinterlassen, mit denen er die wahrscheinlichsten Verhaltensweisen des Gegners gegen ihn verwendet. Einige ausgewählte Kombinationen stellen wir hier vor. Zuerst forscht Alex Hans Reaktionen aus, indem er mit Entrüsthau rechts-links angreift. Jetzt trennen sich die beiden Kontrahenten wieder. Nun greift Alex erneut an, nur dass er den ersten Entrüsthau nur antäuscht und sofort den Entrüsthau zur anderen Seite schlägt. Bei dieser Täuschung ist es wichtig, dass der rechte Fuß nicht ganz vortritt, sondern nur an das linke Bein gesetzt wird. Nun dupliert Alex hinter Hans Klinge mit einem Entrüsthau zu dessen Kopf, wobei er mit dem rechten Fuß zwischen sich und seinem Gegner durchtritt. Dieses Duplieren wehrt Hans mit Bogen ab, worauf Alex einen diagonalen Oberhau zum Nacken von Hans schlägt, der nun völlig ungedeckt ist. Die Kombination wird nun mit einem diagonalen Unterhau zum Bauch und einem weiteren linken Oberhau abgeschlossen, durch welche Alex völlig in den Rücken von Hans gelangt. Wem das zu kompliziert war, kann sich eher an folgende Kombination halten. Hans beginnt mit einem Entrüsthau von rechts zur linken Kopfseite von Alex, schlägt dann um nach links, tritt dabei mit dem linken Bein vor, erhebt das Messer und klemmt dabei die gegnerische Klinge zwischen Griff und Unterarm ein. Jetzt fällt Hans mit der linken Hand in die Mitte der eigenen Klinge und sticht zum Gesicht von Alex. Dieser wird wahrscheinlich den Kopf zurückziehen, um dem Stich zu entgehen. Jetzt greift Hans mit der rechten Hand am Messer ebenfalls in die Klinge und schlägt dem Gegner das Gehülz auf den Kopf, während er gleichzeitig mit dem rechten Bein zur Rückseite des Gegners tritt. Dann führt Hans einen Schritt mit links aus, schlägt Alex zum Bauch, wodurch sich dieser nach vorne krümmt. Jetzt hintertritt er Alex noch weiter und beendet die Kombination durch einen Hieb mit dem Gehülz in den entblößten Nacken. Wieso ein solcher Overkill? Die Antwort darauf ergibt sich, wenn der Gegner, was nur natürlich ist, versucht, die Angriffe abzuwehren.
Wie Sie sehen, ist es kaum möglich, der schnellen Folge von Angriffen zu widerstehen. Beim Skorpion nützt man die Verteidigung des Gegners auf meisterliche Weise für die eigenen Folgetechniken aus. Man greift den Gegner durch einen Oberhau mit gestrecktem Arm an. Im Hieb lässt Alex die Waffe nach vorne überstürzen, genauso als wollte er einen Winker ausführen, und führt die kurze Schneide an die eigene linke Schulter. Wichtig ist hier, dass die Hand hoch oberhalb des Kopfes verbleibt. Jetzt greift Alex mit einem geschnellten Stich an. Diese Bewegung gleicht ein wenig einem Skorpion, der mit seinem Schwanz zusticht. Trifft dieser Stich nicht, nutzt Alex die Energie der Versatzung und die dadurch entstandene Blöße auf der anderen Seite durch einen Angriff mit der kurzen Schneide zum Kopf. Dies ist erneut eine Form des Winkers. Anschließend hinterschreitet er den Gegner mit dem linken Bein und schlägt ihm mit der langen Schneide zum Kopf.